jemand, wenn er so mal so schnell dreht, nicht sieht. Fliegt ganz fantastisch, irre schnell und macht, wie man sieht, den Piloten auch einen Haufen Spaß. Morgen, also heute ist ja unser Robert-Treffen. Wart's vorbei, jetzt lass es runter, dann sitzt du am Anfang von der Piste auf. Ne?
geil, ne? Voll tief. Das Schleppgas an der Spitfire ist gesetzt, Klappen gesetzt. Jetzt kommt sie etwas langsamer rein. Und man sieht am zweiten Ansatz. Ja, das ist der andere. Mit einem 250 Kubikzentimeter Moki Sternmotor. Okay. Ja, gut. Ich mal echt das Bild. Flugshow hier. Präsentieren zu können. Fahrwachs und so weiter. Alles, wie es im Original stattgefunden hat, wird meist auch auf diese Modelle übertragen. Und Sie sehen, auch der Hans Schöller ist ein hervorragender Pilot und bringt dieses 25 Kilo schwere Modell ganz sicher und sanft rum, obwohl der Wind auch nicht gerade auf die Wahl war. Und er bedankt sich für den Applaus. Umgesetzt, also wirklich hervorragend gemacht. Die Maschinen der A-Baureihe jetzt im tiefen Überflug von rechts nach links. Ja, Sie dürfen gerne klatschen. Wunderschön gemacht, butterweich aufgesetzt, die erste Maschine von Ralf Kohler und jetzt hat die Erde auch die zweite Erfüllung wieder geflogen von Auto Kohle, möglich gemessen direkt auf den Sender oder der Sprachausgabe aufs Ohr leiten und so haben wir als Modellpiloten ein bisschen mehr Wissen über das, was tatsächlich im Flug passiert. Und jetzt genießen Sie die Thunderbolt im schnellen Hyperflug. Das Ende her. Zum Landung einfliegen. Wir haben heute ein bisschen die Schwierigkeit, dass der Wind quer zur Piste oder nahezu quer zur Piste kommt. Das Einfahren in die Vorbereitungszone ist heute zur Chefsache erklärt worden. Der Hans Orselski selbst hat das übernommen. Ihm vielleicht auch mal einen dicken Applaus für die Organisation. Du und dein Team habt hier tolle Arbeit gemacht. Das Abfluggewicht der Maschine beträgt 50 Kilo. Viele von Ihnen wissen natürlich, für das Modell selbst behördlich nichts organisieren. Wenn es über 25 Kilo geht, muss das Modell geprüft werden. Es werden Festigkeitsversuche gemacht, es muss vorgeflogen werden, es muss versichert werden, speziell. Ja, erstaunlicherweise auch dieser Kilo der schnellen Maschinen. Sie ist eben durch ihre Kunstflugtauglichkeit sehr wendig und gerade haben wir sie wieder schön. Jetzt kommt sie, die Bücker, im Endteil. Jawohl, die Erde hat sie wieder. Einmal
Vielen Dank, Wolfgang. Tolle Vorführung. Klasse Maschine. For takeoff. Und schon kommt der Last Minute Check, ob alles passt. Und dann nehmen wir den Kilowatt. Ja, meine Damen und Herren, wir haben natürlich auch einen ganz berühmten F-Schlepp-Piloten hier. Natürlich, Landeklappen, all diese Features sind verbaut. Zu guten Chancen, immer ein Radar da. Jetzt schließt auch der Manfred Mack mit der ME109 auf. Krafteier sind auf einer separaten Piste in der Vorbereitung. In der Luft die Krafteier. Schwierigkeit bei dieser ganzen Gruppe. Liebe Zuschauer, ich hatte empfohlen, viel zu trinken. Trotzdem, wenn Sie jetzt hier über der Piste mehrere Maschinen sehen, ist es alles in Ordnung. Wie ist es? Vorne weg. Ein Kraftfrei. Das ist 190, das zweite Kraftfrei, die ME 109. Und am Schluss hat jetzt gerade die ME überholt. Yeah.
Schiff zum Landeanflug ein, setzt Butterweich auf und nochmal einen tollen Applaus für unseren Reinhard aus Ringsburg. Wunderbar. So, der Gerhard. Eine butterweiche Landung. Ja, super. Toll gemacht, Gerhard. Super Applaus. Bei etwas Gegenwind, der natürlich auch ein bisschen bremst. Sauber seinen Trim findet für den Endanflug. Und siehe da, schleppt das steht. Wunderbar. Auch er setzt jetzt butterweich auf. Seine wunderschöne T47 Razorback. Und ihm gebührt natürlich auch ein entsprechender Applaus, meine Damen und Herren.
alle Piloten bitte um 20 Uhr zur Siegerehrung.